Hallöchen zusammen, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Minecraft, also von World of Minecraft. Hier ist ein schönes Vulkangebiet, da war ich vor ein paar Folgen und das war auch die eine Folge, wo leider nur Standbild war und deshalb habt ihr davon leider nicht so viel Schönes mitgekriegt. Ich bin gerade auf dem Weg Lava holen, denn es gibt, da unten ist ein Lavasee, den werde ich mir mal schnappen. Denn es gibt Fortschritte bei unserem kleinen Schmelzofen. Und brauche ich ein bisschen Lava für. So, eingesackt und ab die Post wieder zurück. Die Zombies sind mir herzlich egal hier. Auch der Creeper, der einen lustigen Hut auf hat. Och, na, obwohl. So eine lustige Hose hier. Kann man schon mal. Hier ist, das ist interessant, das Wasser hier immer. Oh, schade. Jetzt hat er sich hochgejagt, der Creeper. Na gut, dann wird das nichts mit dem Hut. Na, was soll's. Ist auch egal. Ich fliege wieder zurück. Ich wollte eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel hier. Wie gesagt, nur die Lava holen schnell. Und mehr auch nicht. Dann wieder zurückfliegen als kleine süße Fledermaus. Und ja, dann werde ich mal gucken, ob ich den Ofen in Gang kriege, da den Schmelzofen. Ich werde dann gleich ein bisschen Zeugs mitnehmen. Ein bisschen Erze und dann gucken, ob wir das Ganze sehen. Ist da schon wieder ein Creeper bei uns? Nee, ich wollte schon sagen. Nee, es ist diesmal ausnahmsweise kein Creeper bei uns. Aber Skelette im Garten. Jede Menge. Ah, das finde ich aber nicht so schön. Das finde ich aber nicht so schön. Da werde ich mal gucken, ob ich die kurz wegsnipern kann hier. Freunde, Freunde. So, erstmal vernünftig durchschalten. So, dann gucken wir mal. Wo haben wir denn? Da. Skelett. Puff. Ah, ich habe es getroffen, aber ist leider nicht gestorben. Jetzt ist es gestorben. Brauche ich zwei Schüsse für das böse Skelett. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das war jetzt nicht so der Sinn der Sache. So, Dach habe ich endlich gemacht, damit hier kein Creeper mehr reinkommt. Das wurde auch dringend Zeit. Und es ruckelt gerade arg rum. Ja. Ja. Framerate. Bitteschön. Framerate von 2 haben wir gerade im Moment. Also ich glaube, das Internet spackt gerade hier ziemlich arg rum. Oder der Server spackt gerade ziemlich arg rum. Das kann ich so nicht sagen, aber es ist toll. Es ist natürlich alles unschön. Jetzt bin ich hier extra auf dem Weg hin. Und die Framerate bricht hier total ein. Ich glaube, da muss ich mal kurz die Aufnahme abbrechen und dann gucken, ob das besser wird. So, und da ist die Framerate auch wieder normal. Das ist doch schön. Dann hole ich mir jetzt mal ein bisschen Kupfer hier raus. Mal gucken, ob wir das hier einschmelzen können dann. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal hier mit dem Lava-Eimer dann in den Ofen. Zack, das funktioniert. Amount 850 von 4000. Das heißt, da könnte ich wahrscheinlich gleich noch einen zweiten Lava-Eimer reinpacken. Wunderbar. Das funktioniert alles. So, und jetzt ist die Frage, wie geht das? Packe ich hier Kupfer rein? Oder so. Okay. Okay. Das funktioniert also. Da wird Kupfer geschmolzen, wie wir sehen. Zumindest gehen hier irgendwelche Balken hoch. So nach und nach. Wir sehen ja auch Fettes. In der Mitte ist es ziemlich fett. Also einiges am Laufen. Und ach, guck mal an, da ist nämlich der gute Knampf, ist gerade da. Ach, ist ja witzig, da können wir auch einen Eimer reinpacken, das ist ja lustig. So, also hier sehen wir, das wird alles schön eingeschmolzen, unser Luggage hier muss aufpassen, dass es nicht da gefährdet wird. Und hier kommt dann irgendwas raus oder so, schätze ich mal. Also, Fuel haben wir noch 1700. Das Copper wird ja, Kupfer wird hier alles schön geschmolzen. Das ist schön. Wir gucken mal, wann das fertig ist. Das dauert ja anscheinend ein wenig. Aber zumindest läuft schon irgendwas. Irgendwas funktioniert schon mal. Das ist schon mal schön. Ach ja, da gab es ja noch ein paar tolle Rezepte, die ich jetzt erstmal nachgucken kann hier. Was waren das für Rezepte denn? Da standen sie. Hier, Bronze aus 3 Kupfer und einem Zinn. Mandelium von Kobalt und Adit haben wir beides nicht. Okay, Aluminium, Eisen und Obsidian. Ich habe leider nur ein Obsidian. Blut ist eher schwierig. Bronze, ja, na gut, Bronze wäre natürlich ganz geil. Das wäre natürlich ganz cool. So, und wir sehen, hier ist es abgeschmolzen. Und jetzt ist die Frage, was können wir damit jetzt anfangen? Was machen wir jetzt damit?
So, Molten Copper. Ah, 9 Molten Copper sind drin. Und jetzt können wir das hier rausholen. Cool. Das läuft jetzt hier raus. Und dann kann man das wahrscheinlich einsacken oder so. Zack, ist voll. Okay, und was machen wir jetzt damit? Aha, ein Block auf Kupfer haben wir gewonnen. Das ist cool. So, dann hole ich mir jetzt mal ein wenig Zinn. Wo haben wir denn Zinn? Zinn war hier drin, glaube ich. Nee, hier unten. Zinn. Da haben wir Zinn. So, dann probieren wir das Ganze jetzt mal mit Zinn. Nehmen wir hier das Ding. Wie war das? 3 und 1, ne? Also 1, 2, 3 Kupfer und ein Zinn. So. Gucken wir mal, wie das dann funktioniert. Ich gucke mir in der Weile nochmal das Buch an. Ja, bei Dingsbum schreibt einem auch wer. 3 Kupfer, 1 Zinn. Das haben wir. Da können wir theoretisch nochmal das Ganze reinmachen. Aluminium Brass, made from Aluminium und Kupfer. Ja, okay. Currently known. Ja, okay, 3 und 1. Können wir theoretisch nochmal reinpacken. 1, 2, 3 und nochmal einen. So. Das wird alles reingepackt. Da können wir wahrscheinlich sogar, das können wir wahrscheinlich sogar als Blöcke reinpacken, was wahrscheinlich sogar ein bisschen einfacher ist. Dann müssen wir da nicht die Ingots von nehmen. Das könnte etwas simpler sein. Das werde ich auch mal bei Gelegenheit jetzt probieren oder so, dass ich da einfach mir mal ein paar Blöcke draus mache. So, zack, legen wir die hier erstmal ab. Ja, ich höre euch. Ja, ich weiß, was das schreiben alle möglichen Leute. Das gibt's ja nicht. Oh, hört auf zu schreiben. So, machen wir uns mal ein paar Zinnblöcke. Davon haben wir ja nicht so viel. Nehmen wir mal zwei. Erstmal. Nehmen wir nicht so wahnsinnig viel davon. Ich höre euch. Ja. Block auf Kupfer haben wir auf jeden Fall hier gewonnen. Auf Kupfer, ja. Den können wir wieder zerlegen in Kupferingots. Aber in andere. Cool. In geschmolzene Kupferingots. Und da können wir irgendwie an diesem Schmelzding können wir auch. 3, 4, 6 brauchen wir. So. Und dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Ah, die drei sind noch nicht fertig hier. Das dauert anscheinend noch. Die sind noch nicht ganz durch. Das dauert erstmal noch. Oh, Leute, was schreibt ihr denn die ganze Zeit da? Das gibt's doch gar nicht. Aha. Okay, da wird also einiges geschrieben und dies und das, bla 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 bla. Okay, nett. So, was macht meine Kiste da drin? Ich weiß es nicht. So, wir haben hier mal gucken, was hier für leckere Brühe rauskommt. Hier mal unseren Lava-Tank. Da könnten wir theoretisch noch ein paar mehr von basteln. Das wäre ganz cool. So. Ah, und das reicht noch nicht, weil das ist noch nicht voll. Das ist noch nicht voll. Das ist natürlich doof. Das heißt, da sollten wir nochmal ein Zinn und ein bisschen Kupfer reinmachen, damit das Ganze voll wird. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Aber na gut, wir wollen ja zumindest, dass das Zeug voll ist. Das heißt, da müssen wir uns dann ein bisschen. Ach, der Mini-Zong ist auch drin. Da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen hier. Ich werde auch mal gleich probieren, ob wir Redstone einschmelzen können. Da werde ich. Achso, Redstone haben wir unten. Ich gucke nochmal, ob wir noch ein paar Eimer mehr haben. Ich glaube, viel mehr Eimer haben wir allerdings nicht. Werde ich mir noch ein paar basteln. Wo haben wir Eisen? Hier haben wir Eisen. Haha, aber nicht so wahnsinnig viel Eisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal nochmal ein bisschen Eisen einschmelzen. So, wo war Redstone? Hier war Redstone. Nehmen wir mal ein paar Redstone-Blöcke. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze hier hinkriegen. So, da wird geschmolzen. Die Eimer, die können wir dann, die brauchen wir dann später für. Wie haben wir den Sear-Tank? Wie bastelt man den nochmal? Den Sear-Tank. Den Sear-Tank. Sear-Tank, Sear-Tank. Ach, so ein Glas in der Mitte. Okidoki. Okidoki. So, das Zinn ist schon wieder geschmolzen. Kupfer noch nicht ganz. Es dauert noch kurz. Hier sehen wir schon mal die Soße am Boden. Ich will da aber auch nicht reinfallen. Das könnte böse werden. Und da ist noch 950 drin. Na gut, da müssen wir also echt bald nachholen.
So, das sollte jetzt so langsam fertig sein. So langsam gleich. Bitteschön. Also man sollte echt Blöcke nehmen und nicht diese einzelnen Ingots. Wäre schon irgendwie besser. So, bitteschön. Einmal auslaufen. Dankeschön. So, jetzt müsste aber voll sein eigentlich. Ah, na bitte, jetzt ist er voll. Hier, Block of Bronze ist drin. Und ja, das lassen wir jetzt nochmal hier rauslaufen. Das ist jetzt nicht so toll. Aber wir werden dann nochmal jetzt ja nachfüllen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann die zwei Zinnblöcke. Und es geht offenbar gar nicht. Wir können keine Blöcke einschmelzen. Ist ja ein bisschen scheiße. Ein bisschen schäbig. Ach, das ist ja doof. Okay, na dann müssen wir die wieder zerlegen. Aber das Zeug können wir auch einschmelzen, ne? Ja, das geht. So, 3. 1, 2, 3. Und den Zinnblock müssen wir zerlegen. Und den auch. So, und das ist so lustiger Zinn. Der ist hier ganz anders. Der ist ganz anders farbig als der Zinn hier. Okay. Na gut, der wird auch eingeschmolzen. Also, da werden wir uns drum kümmern. Ich gucke mal, dass ich noch ein bisschen Lava auftreibe. Dann werde ich ihn noch gleich ein bisschen weiter schmelzen. Dann werde ich mir auch gleich noch einen weiteren anderen Dingsterbumster basteln. Noch so ein Lava-Tank. Oh, da geht ja sogar noch ein Eimer. So, haben wir sechs Eimer. Die Zinn legen wir erstmal zurück hier. Den Zinn zumindest. Das ist hier, ne? Das ist Zinn, genau. Okay. Und hier legen wir Kupfer zurück. Und das Kupfer nehmen wir mit. Und das Kupfer legen wir hier hin. Das sieht ja schon geil aus eigentlich, ne? Muss man ja so sagen. Bronze. Wo packen wir Bronze hin? Bronze packen wir hier drunter vielleicht. Ah ne, da können wir eine extra Kiste eigentlich für machen fast. Naja, komm, Bronze packen wir mal hier hin erstmal. Das ist das fertig gemixte sozusagen. Und dann werde ich mal hier gucken, wie das hier gerade aussieht. Das sieht schon ganz gut aus. So. Und dann müsste das jetzt so langsam fertig sein hier. Genau, dann können wir das erstmal auch schon wieder hier rauslaufen lassen. Zack, 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 zack. Sieht gut aus. So, da müsste uns auch wieder ein fertiger Block rauskommen eigentlich. Flupp. Flupp. Ja, jetzt erkaltet. Sehr schön. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2. Weiter geht's damit. So, wunderbar. So muss das laufen. Und ich werde jetzt noch ein paar Eimer craften und dann noch mehr Lava holen gehen. Ja, das wär's dann erstmal von meiner Seite für erstmal. Wir werden uns dann demnächst ja wiedersehen. Ich werde wieder ein paar Folgen machen. Und ja, bis dahin ist aber erstmal jetzt dann nicht so wichtige Sachen so zu klären. Das meiste wird sich ja alles ergeben noch. So, also ich hoffe, euch hat es gefallen soweit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, tschüss.